Was geht ab? Euer Oatkage hier. Wir machen heute mal ein Rezept ohne Haferflocken, aber dafür ein Rezept, was ich mir super oft mache. Nach dem Rezept habt ihr mich jetzt schon öfters auf Instagram gefragt und deswegen mache ich heute mal ein YouTube-Video darüber, damit es jeder zu Hause nachmachen kann. Und das geht wirklich super einfach. Zuerst brauchen wir Brokkoli. Brokkoli? Da ist komplett egal, ob ihr den frisch nehmt oder einen aus der Tiefkühltruhe. Hier schneiden wir erstmal die Rosen ab, damit ihr besser in den Kochtopf passt. Also ist auch völlig egal, wie klein ihr den schneidet. Hauptsache, der passt halt irgendwie in den Topf. Dann brauchen wir einen Topf. In den geben wir 1 bis 2 Esslöffel Gemüsebrühe. Danach den Brokkoli. Einfach in den Topf rein. Deckel drauf. Und der kommt jetzt bei höchster Stufe auf den Herd. Dann brauchen wir selbstverständlich noch einen zweiten Topf, in den wir gleich die Nudeln geben. Die Nudeln. Jetzt warten wir erstmal. Dann salzen wir die Nudeln oder erstmal das Wasser. Dann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das war ein bisschen viel Salz. Und kochen unsere gewünschte Menge an Nudeln. Wir haben den Brokkoli jetzt ca. 10 Minuten dünsten lassen. Heißt also, der ist jetzt relativ durch. Jawohl. Und jetzt geht's weiter. Wir nehmen uns erstmal eine Kelle. Und geben jetzt erstmal eine Kelle Nudelwasser in den Brokkoli-Topf. Jetzt würzen wir das Ganze, da könnt ihr wirklich reinhauen, worauf ihr Bock habt. Ich hab Bock auf ein bisschen Pfeffer. Dann das Cheddar-Garlic-Gewürz von Moore. Dann hau ich noch das Avocado-Gewürz rein. Kommen wir jetzt zur Proteinquelle. Ihr könnt entweder Light-Feta-Käse nehmen, normalen Feta-Käse, da müsst ihr natürlich gucken, wie viel Kalorien ihr essen wollt. Oder ihr nehmt das tote Protein-Sahne. Da bekommt ihr übrigens mit meinem Code PADDY immer maximalen Rabatt. Davon Eiscoop rein und dann sind wir auch schon fertig. Das wird jetzt mit einem Pürierstab püriert. Optional könnt ihr natürlich noch ein bisschen Nudelwasser dazugeben. Dann nehmen wir uns einen großen Topf und kippen unsere Brokkolimasse da rein. Dann heben wir alles unter. Und genau so muss ich das anhören. Jetzt muss nur noch angerichtet werden. Und was darf selbstverständlich nicht fehlen? Käse. Käsesliebe. Normalerweise haue ich da Parmesan drauf, aber habe ich leider nicht mehr, deswegen Mozzarella. Jetzt müsst ihr Brokkoli-Pasta nur noch nachmachen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch geschmeckt hat. Oder schreibt mir auf Instagram eine DM. Lasst mir ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Oatkage. Zuerst brauchen wir... Junge, wieso kann ich das Ding nicht fangen? Zuerst brauchen wir...